Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal die sogenannte Atomabsorptionsspektroskopie vorstellen. Weil das so ein langes und schwieriges Wort ist, kürzt man das typischerweise ab, und zwar indem man einfach nur die Anfangsbuchstaben A, A, S verwendet. Die Atomabsorptionsspektroskopie, die hat seit ihrer Erfindung so um das Jahr 1953 herum eigentlich einen festen Platz in der chemischen Analytik. Das hat zwei Gründe. Sie hat ein sehr gutes Nachweisvermögen, das heißt, wir können auch geringe Spuren von Elementen nachweisen. Und zweitens können wir mit ihr relativ genau, das heißt sehr präzise, auch den Gehalt von bestimmten Elementen in unseren Proben bestimmen. Das heißt, die Atomabsorptionsspektroskopie beantwortet zwei Fragen. Zum einen, was ist in meiner Probe enthalten? Und zum zweiten, das Quantitative, sprich wie viel von einem bestimmten Element ist in meiner Probe enthalten. Diese Atomabsorptionsspektroskopie verwendet man zum Beispiel, wenn man hochreines Silizium herstellen möchte. Da kommt ja auf ungefähr 10 Milliarden Siliziumatome nur etwa ein Fremdatom. Und um solche geringen Mengen noch detektieren zu können, braucht man eben eine sehr genaue, sehr sensible Methode. So, wie funktioniert jetzt die Atomabsorptionsspektroskopie? Meistens haben wir es in der Chemie ja mit Verbindungen zu tun und nicht mit einzelnen Atomen. Was müssen wir also machen, um erstmal die Atome einzeln vorliegen zu haben? Richtig, wir müssen die ganzen Moleküle kaputt machen, die Moleküle müssen dissoziieren. Wie kann man das erreichen? In der Chemie macht man es meistens damit, dass man die Verbindungen einfach erhitzt. Und deswegen ist eine der weit verbreitetsten AAS-Varianten, die man einsetzt, die sogenannte Flammen-AAS. Das funktioniert eigentlich genauso, wie es sich auch anhört. Wir haben unsere Probe und diese Probe wird zunächst in einem Zerstäuber, durch einen Zerstäuber versprüht und gelangt dann in die Flamme. Die Flamme ist sehr heiß und wird typischerweise mit einem Acetylen-Luft- oder Acetylen-Lachgas-Gemisch befeuert. Und das Erste, was dann passiert ist, dass in unserer wässrigen Probe als erstes mal die Lösungsmittel verdampfen. Das ist ja meistens Wasser oder verdünnte Säuren oder sowas in der Art. Die übrig gebliebenen Feststoffpartikel verdampfen ebenfalls. Das heißt, wir bekommen dann zunächst die Moleküle in der Gasphase. Und dann ist die Flamme so heiß, dass die zugeführte Wärme ausreicht, um die Bindungen zu dissoziieren. Das heißt, die Atome liegen danach frei vor, die Moleküle dissoziieren. Das heißt, das ist mal der erste Schritt. Die Moleküle dissoziieren in einzelne Atome. Und daher hat auch diese Untersuchungsmethode, diese Spektroskopie hat ihren Namen. Wir machen halt Spektroskopie an einzelnen Atomen, nicht an Molekülen. So, jetzt haben wir gesagt, wir machen Spektroskopie. Spektroskopie bedeutet ja, wir schicken elektromagnetische Strahlung auf unsere Probe und schauen uns an, wie wechselwirkt denn diese elektromagnetische Strahlung mit den Atomen in unserer Probe. Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal uns ein Bild davon machen, wie ist denn so ein Atom überhaupt aufgebaut. Typischerweise hat man ja die Vorstellung von einem Atom, so nach dem Bohrschen Modell mit festliegenden Schalen. Vielleicht habt ihr aber auch schon das Orbitalmodell behandelt. Ich möchte hier mal als Beispiel das Lithiumatom anführen. Wir wissen ja, das Lithiumatom hat die Elektronenkonfiguration 1s2, 2s1. Das erste Orbital, das 1s-Orbital, ist doppelt besetzt und das ist ja das, was man typischerweise im Bohrschen Modell als K-Schale kennt. Und dann haben wir das 2s-Orbital ebenfalls einfach besetzt. Das ist ja das, was man unter anderem als Teil der L-Schale kennt. Zur L-Schale gehört aber noch mehr, nämlich auch das darüber liegende 2p-Orbital, was aber unbesetzt ist. Die 2p-Orbitale werden in der zweiten Periode erst so ab dem Element Bor, Kohlenstoff und so weiter besetzt. Das heißt, da haben wir ein leeres Orbital. So, wie liegen diese Orbitale energetisch? Ganz einfach, je niedriger, je näher am Kern das Orbital liegt, umso energetisch niedriger liegt es auch. Das heißt, wir können uns für das Valenzelektron mal den Energiezustand des Atoms in einem Diagramm darstellen. Das heißt, wir zeichnen so ein Energiediagramm. Die Energie wird nach oben aufgetragen.
Und jetzt zeichne ich einfach mal das 1s, das 2s und das 2p-Orbital ein. Am nächsten am Kern liegt natürlich das 1s-Orbital. Das liegt relativ weit unten. Darüber liegt das 2s-Orbital und darüber das 2p-Orbital. Ich sage mal ganz deutlich dazu, das ist jetzt keine maßstabsgerechte Zeichnung. Die energetischen Abstände zwischen den Orbitalen sind sehr viel größer, als das jetzt hier in der Skizze ist. Das heißt, ich beschrifte das nochmal. Hier wäre der 2p-Zustand, hier ist der 2s-Zustand und hier ist der 1s-Zustand. Und wenn wir jetzt die Elektronenkonfiguration vom Lithium da eintragen, dann sehen wir, wir haben das 1s zweifach belegt und das 2s einfach besetzt. So ist unsere Struktur der Atome. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn so ein Atom von elektromagnetischer Strahlung getroffen wird? Wir wissen ja, elektromagnetische Strahlung können wir charakterisieren mit Hilfe der sogenannten Frequenz oder der Wellenlänge. Das ist gleichbedeutend, ob man Frequenz oder Wellenlänge angibt. Umrechnen tut man einfach mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit. Wir wissen aber noch mehr über elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Strahlung transportiert die Energie nicht kontinuierlich, sondern in kleinen Päckchen. Und diese Päckchen werden als Photonen bezeichnet. Die Energie, die jedes Photon trägt, kann man ausrechnen und die hängt direkt mit der Frequenz der Strahlung zusammen. Und lässt sich folgendermaßen ausrechnen. Einfach H mal F. Das ist die Energie eines einzelnen Päckchens. Das H ist die ist eine Naturkonstante, das sogenannte Planck'sche Wirkungsquantum. F ist die Frequenz in 1 pro Sekunde oder in Hertz. Und E ist eben die Energie in Joule. So, und jetzt gibt es im Prinzip drei Fälle. Die Energie des Photons kann größer sein als der Energieunterschied zwischen dem besetzten 2s und dem unbesetzten 2p. Den Energieunterschied bezeichne ich hier mal als Delta E. Und die drei Fälle schreibe ich uns mal hier an der Seite auf. Das heißt, die Energie des Photons kann größer sein. Das heißt, H mal F ist größer als Delta E. Es gibt noch einen zweiten Fall. Es kann auch sein, H mal F, die Energie des Photons, ist kleiner als Delta E. Und es gibt einen dritten Fall. Und zwar, die Energie des Photons entspricht genau dem Energieunterschied zwischen 2s und 2p. Die drei Fälle haben wir, ne? Was anderes gibt es nicht. So, das Entscheidende ist jetzt Folgendes. Wenn die Energie des Photons kleiner ist als der Energieunterschied zwischen 2s und 2p, kann man sich gut vorstellen, wenn das Elektron das Photon absorbieren würde, wird die Energie gar nicht ausreichen, um von 2s ins 2p-Niveau zu wechseln. Das heißt, was wir dann sehen, wenn so ein Photon auf dieses Elektron trifft, es passiert einfach gar nichts. Ja, das Photon wird nicht absorbiert und geht einfach ungehindert durch. Nicht ganz so leicht einzusehen und wirklich ein bisschen verwundernswert ist, was passiert, wenn die Energie des Photons sehr viel größer ist als dieser Energieunterschied zwischen 2p und 2s, dann passiert nämlich auch nichts. Ja? Entscheidend ist nur der Fall in der Mitte. Was passiert nämlich, wenn die Energie des Photons und der Energieunterschied zwischen 2s und 2p genau übereinstimmt? Dann findet eine Absorption statt. Das heißt, das Photon wird vollständig vom Elektron absorbiert und das Elektron nutzt diese Energie des Photons, um vom Zustand 2s in den Zustand 2p zu wechseln. Das heißt, wir haben dann einen sogenannten angeregten Zustand, in dem das Elektron nicht mehr im 2s-Niveau sitzt, sondern im 2p-Zustand. Wenn wir uns dafür die Elektronenkonfiguration hinschreiben würden, wird das folgendermaßen aussehen. Wir haben immer noch ein Lithiumatom, aber jetzt haben wir die Konfiguration 1s2, 2s0, 2p1. Das heißt, wir haben jetzt ein unbesetztes Orbital genau in der Mitte. Das ist nicht mehr der Grundzustand. Der Grundzustand ist das da oben. Das hier. Das ist der Grundzustand. Dieser angeregte Zustand, den muss man ja auch irgendwie jetzt in dem Symbol vom Lithium kenntlich machen. Und dazu nutzt man diesen Stern, den man einfach oben hinschreibt. Und der sagt uns, dass das Lithium in diesem Fall in einem angeregten Zustand ist. So, dieser Zustand, der ist nicht besonders langlebig. Es dauert in etwa so 10 hoch minus 8 Sekunden. Und dann kehren die Atome in den Grundzustand zurück.
Das bedeutet also für das Elektron, dass es nach ca. 10 hoch minus 8 Sekunden wieder zurückfällt auf das 2s-Niveau. Bei dieser Rückkehr muss es natürlich die Energie, die es vorher aufgenommen hat, wieder abgeben. Und wie macht es das? Wieder in Form von elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, das Elektron gibt die Energie, die es vorher aufgenommen hat, jetzt wieder als Photon ab. Und welche Frequenz hat dieses Photon? Na, genau die gleiche Frequenz, die das Photon, die das einlaufende Photon hat. Das heißt, hier kommt jetzt ein Photon raus mit der Energie h mal f. Diesen Vorgang nennt man Abregung und die Abgabe des Photons bezeichnet man auch als Emission. Das heißt, bei der Atomabsorptionsspektroskopie spielen zwei wesentliche Prozesse eine Rolle. Erstens Absorption, das Elektron wird in den höheren Zustand angeregt, wir bekommen ein angeregtes Atom und im Anschluss daran, nach ungefähr 10 hoch minus 8 Sekunden, eine Abregung des Atoms. Das Elektron kehrt in seinen Ursprungszustand zurück und wir bekommen die Emission eines Photons. Einlaufendes Photon und auslaufendes Photon haben dieselbe Frequenz. Diesen Fall in der Mitte hier, h mal f, ist genauso groß wie Delta E, den bezeichnet man auch als den sogenannten Resonanzfall. Weil in diesem Fall stimmen halt die Frequenz des Photons und der Energieunterschied zwischen den beiden Zuständen, in diesem Fall 2s und 2p, exakt übereinander. Diesen Effekt, diese kurzzeitige Anregung in ein höheres Energieniveau und dann die Rückkehr in das alte Energieniveau unter Emission eines Photons, das ist auch das, was man typischerweise als Fluoreszenz bezeichnet. Den Begriff habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da jetzt jedes Atom eine ganz eigene Struktur von 2s, 2p, 3s, 3p-Niveaus hat, sieht man unterschiedliche Übergänge, wenn man verschiedene Elemente, also verschiedene Atome untersucht. Das macht es in der Atomabsorptionsspektroskopie möglich, dass man unterschiedliche Elemente voneinander unterscheiden kann. So, eine kleine gedankliche Falle gibt es noch. Man könnte sich ja fragen, wir strahlen ein Photon mit der Frequenz f ein und es kommt ein Photon mit der Frequenz f raus. Woran sehen wir überhaupt, dass es Absorption und Emission gegeben hat? Wie können wir das hinten am Detektor überhaupt messen? Und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben vorne die Möglichkeit, elektromagnetische Strahlung mit der Frequenz f zu generieren. Das passiert in der sogenannten Hohlkathodenlampe. Wie so eine Hohlkathodenlampe aufgebaut ist, erkläre ich euch in einem der Folgevideos. So, diese elektromagnetische Strahlung wird in Richtung des Detektors abgestrahlt. Das heißt, der Detektor befindet sich weiter hinten und wartet darauf, dass die elektromagnetische Strahlung bei ihm ein Signal erzeugt. So, die Maschine, das Atomabsorptionsspektrometer, weiß natürlich, welche Intensität, welche Strahlungsleistung sie vorne losgeschickt hat. Das heißt, der Detektor kann messen, okay, wenn keine Atome im Weg der elektromagnetischen Strahlung liegen, wenn keine Absorption oder Emission stattgefunden hat, dann ist das mein 100% Wert. Das heißt, in diesem Fall können wir 100% Transmission messen. So, was ändert sich jetzt, wenn wir jetzt dazwischen ein Lithiumatom setzen? Das Lithiumatom absorbiert die Strahlung im Resonanzfall. Es kommt zur Absorption und danach gleich wieder zur Emission. Das Entscheidende bei der Emission und der große Unterschied zur Absorption ist aber folgender: Das emittierte Photon wird in alle Raumrichtungen abgestrahlt. Ja, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie bei einer Lampe. Wenn ich die anmache, strahlt die in alle Raumrichtungen ab. Und das passiert bei der Emission auch. Das heißt, das einlaufende Photon hier in Gelb dargestellt, das hat genau die Richtung zum Detektor. Wenn die Energie abgestrahlt wird, wird sie aber in alle Raumrichtungen abgestrahlt. Ich versuche das mal ein bisschen anzudeuten, in diesem Fall durch die roten Pfeile. So, das ist also genau derselbe Energiebetrag wie der aufgenommen wurde, aber er wird gleichmäßig in alle Raumrichtungen abgegeben. So, was sieht jetzt der Detektor? Der Detektor sieht ja nur noch den Anteil, der genau in seine Richtung abgegeben wird.
Und das ist natürlich weniger als das, was durchlaufen würde, wenn kein Atom da wäre. Das heißt, wir sehen bei der Atomabsorptionsspektroskopie die Absorption und die Emission nur deswegen, weil das einlaufende Photon genau auf den Detektor gerichtet ist, aber bei der Emission die Energie in alle Raumrichtungen abgegeben wird und der Detektor deswegen nur noch einen Bruchteil davon abbekommt. Das sehen wir dann als Schwächung im Diagramm. So, wie sieht so ein Spektrogramm aus? Ist relativ einfach. Wir nehmen uns ein Diagramm, skizzieren das. Auf die Achse nach oben trägt man typischerweise die Transmission auf, aber man kann auch die Absorption auftragen, das ist jetzt nur Geschmackssache. Die Transmission oder der Transmissionsgrad hat ja das Formelsymbol klein tau und nach rechts tragen wir die Frequenzen auf. Und jetzt könnte man einfach die Frequenzen durchgehen. Das heißt, wir strahlen Licht mit einer bestimmten Frequenz ein und solange die Frequenz nicht passt, haben wir auch keine Absorption. Das heißt, in diesem Fall würde die Transmission oder der Transmissionsgrad gerade genau 1 betragen. So, wenn wir jetzt irgendwann die Frequenz vom Photon so treffen, dass sie genau zum Energieunterschied innerhalb eines Atomes passt, dann findet Absorption und Emission statt und der Detektor detektiert weniger, ja, Energie pro Zeit, die ihn trifft. So, wie sieht man das? Ganz einfach. Wir haben genau bei der Frequenz ein Abfallen der Transmission. Und sobald wir die Frequenz wieder ein bisschen vergrößern, passt die Frequenz wieder nicht zum Atom, zum Energieunterschied innerhalb des Atoms. Wir sind nicht mehr im Resonanzfall. Mit dem Photon kann das Atom nichts mehr anfangen. Es findet keine Absorption statt und das Photon geht wieder ungehindert durch. Und das passiert so lange, bis wir wieder den nächsten Übergang treffen. Ja? Das heißt, rein theoretisch kommt ja nach dem Übergang 2s zu 2p vielleicht irgendwann wieder 2s zu 3p. Auch dazu gehört eine gewisse Energiemenge. Die ist natürlich ein bisschen größer als für den Übergang 2s, 2p. Aber irgendwann werden wir die auch treffen und auch dann bekommen wir wieder Absorption, ein ganz scharfes Signal und sobald wir raus sind, aus dem Resonanzfall haben wir wieder vollständige Transmission. So ein Spektrum bezeichnet man auch als Linienspektrum. Warum? Weil wir ganz scharfe, bei ganz speziellen Frequenzen vorliegende Resonanzlinien sehen. Das heißt, das Spektrum, im Spektrum gibt es keine breiten Banden, wie wir später noch sehen werden. Im UV-Vis-Spektrum haben wir sowas oder bei Rotationsspektroskopie im Infrarotfall. Hier haben wir ganz, ganz scharfe Linien und das ist ganz typisch dafür, dass man Spektroskopie an Atomen betreibt. So, das soll zur Atomabsorptionsspektroskopie gewesen sein. Im Folgevideo werde ich ein bisschen mit euch besprechen, wie man überhaupt diese elektromagnetische Strahlung erzeugt, die wir dann brauchen, um in einem Atomabsorptionsspektrometer halt ganz bestimmte Elemente zu detektieren, wie zum Beispiel Magnesium, Molybdän oder Silizium. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.